verlängern Arjen Robben und Frank Ribéry nochmal beim FC Bayern München? Beide haben einen neuen Einjahresvertrag vorliegen, sollen nach Wunsch der Bayern-Bosse noch bis 2019 in München bleiben. Das Angebot, in der vergangenen Woche vorgelegt, haben beide aber noch nicht angenommen. Für Hasan Salihamidžić, Sportdirektor der Bayern, kein Problem. Er sagte vor dem DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen bei Sky: "Wir haben mit ihnen gesprochen und erwarten jetzt, dass sie irgendwann etwas dazu sagen. Aber wir setzen die Spieler nicht unter Druck, generell gelte jedoch, ich bin sehr optimistisch. Die Spieler werden schon irgendwann etwas sagen." Video: So kam es zum Kovac-Jahr zu Bayern.